In Hamburg sagt man, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Squad-Building-Battle-Freunde. Und ja, Leute, ihr seht schon, wir haben eine heftige Karte am Start. Diogo Jota, Leute. Er kann auch in echt FIFA zocken. Ich glaube, der ist regelmäßig in den Top 200 am Start in der Weekend League. Und seine Karte sieht einfach geisteskrank aus. 91 Tempo, 85 Schuss, 81 Physis und 89 Dribbling, Freunde. Und ich dachte mir, für einen Diogo Jota brauchen wir einen heftigen SBB-Gegner. Und ich habe ihn wieder auf meinen Kanal locken können, Freunde. Zum zweiten Mal ist er am Start. Was geht ab, Wake? Peace, Freunde. Dass ich das wieder mitmache hier, weiß auch nicht warum. Ihr wisst, Heisen ist ein guter FIFA-Spieler. Ja, bei mir kann man sich drüber streiten. Ich kann vielleicht ab und zu mal mithalten, aber oft wird es schwierig für mich hier, würde ich behaupten. Ja, Freunde, wenn ihr es auf jeden Fall abchecken wollt, Hinspiel ist auf jeden Fall bei Wake schon am Start. Video, Link ist in der Videobeschreibung, Freunde, checkt das gerne ab. Und Bro, wie viele Likes knallen wir auf meinem Account raus, also auf meinem Kanal? Was denkst du? Boah, ich weiß gar nicht, was kriegst du denn so momentan? Also, mit deinem letzten SBW-Video haben wir Like-Rekord geknackt. Das waren 3000 Likes, Digga. Aber wir, ja, dann noch. Wir machen ruhig. Wir sagen 1500 Likes schaffen wir. Oder würde ich sagen? Ja. Ja. Hier kommen noch ein paar Leute von mir. Leute, wenn ihr von mir kommt, lasst einen Support da. Okay, ich würde sagen, wir fangen doch direkt an, Bro. Und ja, let's go. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich snipe von Tim als erstes die Spieler. Und ich halte auf jeden Fall rein, Bro. Und ich hoffe, du hast dich für die Premier League entschieden. Ah, hast du schon ein bisschen gespoilert. Und ich kann dir schon sagen, ich habe mich nicht für die Premier League entschieden. Und zwar habe ich Your Worst Nightmare, man kennt ihn aus den ganzen FIFA-Teilen, mit seinem Schnauzer Ben Yedda. Nein. Im Sturm und auf dem rechten oder auf der rechten Stürmerposition kommt dann der 95 Pace, ist glaube ich Euroleague, ja, Road to the Knockout, Diatta. Ja, ich dachte, du entscheidest dich für Krisch und Mahrez, aber das war ein Satz für nix. Boah, Mahrez auch geile Flashback-Karte. Ne, hätte ich ja machen können, habe ich aber nicht. Ich dachte, du gehst so geile Karten. Ja, hast du die Scheißkarten genommen. Also, sind doch geile Karten, die hat Tom Ben Yedda. Was willst du? Guck mal jetzt bei dir, beide Stürmer, da habe ich einfach. Okay, ich bin gespannt, Bro. Also, im Sturm, Freunde, ist meine erste Icon direkt am Start. Und es ist Eric Cantona. Geisteskranke Karte. Er übertreibt komplett die Lage. Welchen hast du? 90er, also nicht meine Karte. 1,8 Millionen, Freunde. Und im Sturm, Freunde, habe ich eben gerade Offstream gezogen. Fand ich sehr, sehr interessant. Foot Hero hat auch gar kein Spiel bei mir gemacht. Melito habe ich gezogen. Hä? Wo hast du den denn rausgezogen? Aus dem Premium Goldspieler Pack Vorschau. Ich dachte sogar, okay. Nimm ich mit. Geil, Mann. Nimm ich mit. Ja, GG. Mal gucken, ob der abliefern kann, ey. Ja, das Ding ist, du hast es echt gut gemacht. Icon plus Hero. Das heißt, du kannst gefühlt alles jetzt auch im ZM machen, ne? Ja, Mann. Okay. Darfst du behalten. Ich hatte Cahill, also ich hatte sogar Hero aufgeschrieben und Gabriel Jesus. Nice. Okay, es geht in die nächste Runde. ZM und RM ist bei dir angesagt. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du mitgenommen hast. Vor allem auf der linken Seite. Okay, also LZM, Freunde, habe ich mich für ein Premier League-Spiel entschieden, Liverpool. Ich hoffe, du hast ihn nicht. Es ist auf jeden Fall ein Brasilianer, Freunde. Und es ist Fabinho, 67 Tempo, könnte wehtun. Im ZOM, also auf der anderen Seite, habe ich Alejandro, wo ist der Mann? Alejandro Gomez. Gomez. Argentinier. Oh, Genie, da ist er. So, und auf dem rechten Mittelfeld, Freunde, habe ich mich für einen Argentinier entschieden. Es ist, ja, Freunde, nicht Messi, es ist sein anderer Kollege. Di Maria. Ja, Digga, du sag dir ganz offen und ehrlich, du hast mich hochgenommen. Hochgenommen, hoch 10. Pogba, Tonali, Felipe Anderson, also... Nice. Schwierig. Also, aber... Ja? Ich hab dich später dafür. Na, wollen wir mal schauen. Auf jeden Fall gehen wir rein in die Außenverteidiger. Let's go. Wir haben noch gar nicht meine ZMs gemacht. Fällt mir gerade auf. Bro, du musst mir doch reinhalten, finde ich. Hattest du überhaupt aufgeschrieben? Ich hab sogar aufgeschrieben, ja. Freunde, ihr habt's gemerkt, wir haben wirklich vergessen, bei Tim die ZMs und RM zu erraten. Alle drei ZMs zu erraten. Ja, Freunde, ich habe auf jeden Fall schon aufgeschrieben gehabt. Wir sind ein bisschen lost gewesen. Aber. Junge, wie lost? Ich hab's selbst nicht gecheckt. Du hast es auch nicht gecheckt, ne? Nee. Das ist noch nie passiert, also, sowas. Ich hab's gerade gecheckt, aber naja. Es ist spät, Leute. Es ist 1 Uhr morgens. Es ist live. So. So, links ZM, Bro. Du hältst rein, ne? Ja, ich halt rein, Bro. Der Allerechte, auf einmal Dauerwelle am Start und so Oxlade.
Chamberlain, neues Playerface. Wild. In der Mitte kommt wieder die klassische Icon, die Wakes immer und immer mal wieder im SBB einbaut, weil sie einfach, die Leute müssen sehen, dass man sie spielen kann. Die Leute müssen sehen, dass sie gut ist, dass sie performt. Und es ist nach Pires in der Mitte. Du lachst bestimmt gerade, du grinst bestimmt gerade, aber Pires ist super. Und auf der rechten Seite habe ich Verratti, die SBC-Karte. Jo, kannst du alle drei rausnehmen, Bro? Ja, Quatsch mit Soße. Na, hast du recht. Kante, Avedi, Pelé und Icon, aber Rui Costa. Macht er gut. Okay, jetzt aber wirklich Außenverteidiger, Freunde. Jetzt wirklich Außenverteidiger. Jetzt wirklich. Let's go. So, Freunde, wir machen weiter mit den Außenverteidigern. Und ja, Leute, ihr wisst, in den Außenverteidigern, bei den Außenverteidigern wird tendenziell am öftesten gesniped. Deswegen halte ich jetzt rein und hoffe, dass du den und den am Start hast. So, ich fange links an, ja? Ja. Links gehe ich tatsächlich mit einem linken Außenverteidiger, der nicht so viel Tempo hat, der aber eine Informkarte hat. Chilwell. Hoffe, ich darf den behalten. Ich gehe lieber mal mit ein bisschen weniger Tempo, dafür darf ich den spielen. So ist gerade mein Gedanke, Leute. Weil wenn er in Bronze steht und dann noch ein Torwart, dann ist sowieso vorbei. Dann macht Heisen Flick-Flack-Overtag bei mir und ich verliere 11-0. Und auf der rechten Seite, boah. Gehe ich mit Hakimi, Bro? Oder gehe ich mit Dagba, Bro? Das ist gerade noch die 1-Million-Euro-Frage. Und ich sag dir offen und ehrlich, ich sehe mich gerade irgendwie hier im Loch. Ich gehe mit Dagba. Scheiße. Also, mein Kollege, Flick-Flack-Ananas kriegst du auf jeden Fall, weil Chilwell ist auf jeden Fall weg, Bruder. Nein. Den Dagba kannst du auf jeden Fall behalten. Aber der Chilwell, auch wenn du mit wenig Pace gehst, da gehst du jetzt noch weniger Pace. Da kommt nämlich ein Bronze-Torhüter, mein Freund. Kann mich hier jemand rausziehen, Leute? Ihr müsst nur meine Hand greifen. Greift einfach nur meine Hand. Holt mich hier raus. Geil. Geile Scheiße. Jetzt muss ich dich aber auch haben. Wenn ich jetzt keinen von dir hab, dann ich bin richtig RIP. Also Chilwell hast du, ne? Ja, genau. Ich hab Chilwell. Das tut richtig krank weh. Machen wir weiter bei dir. So, Freunde, ich habe einen linken Verteidigung auf jeden Fall. Ein Brasilianer. Ich brauche einen Green Link und es ist Alex Tejas. Das ist eigentlich relativ leicht. Obwohl, es ist gar kein Green Link. Was rede ich? Also, das ist Manchester United-Spieler. Ich brauche gar keinen Green Link. Quatsch mit Soße. Es ist spät. Auf der rechten Verteidigerposition, Freunde, habe ich einen Inform. Richtig kranke Wert hat der Mann. Wo ist der Mann? Ich hab aktuell. Ist er RAV? Ah, ist RAV sogar. Es ist nämlich unser Freund Johnny. Johnny Klaus. Johnny! Hey Johnny, Mann, was geht? Johnny. Ja gut. Hey Johnny! Bro, wie du mir so idiot, dein Linksverteidiger kommt raus und dann kommt ein Bronzespieler rein und zwar ein saftiger Torhüter. Geil. Ich will jetzt auch gerne diesen Soundeffekt mit dem Hey, hol mich mal aus dem Loch da raus! Aber kann ich nicht, ich probier's mal selbst. Hey, hol mich raus aus dem Loch! Guck ihn dir an, wie cringe. Cool, okay. Ja, geil, passt doch. So, Freunde, ich habe so einen saftigen Finger hier gerade, dieser Stift, ne, der geht so gut von der Hand. Ich hab dich heißen. Ich bin gespannt. So, erzähl mal. Ich hab dich, ich lehne mich schon mal zurück. Ich erzähl. In Verteidigung, Franzose. Rechts. Franzose. Rechts, bitte. Rechter, ist Franzose. Ja, weiß ich. Soll ich dir sagen, wie er heißt? Wie heißt er? Soll ich dir, Koundé, kannst du direkt raus, brauchst du gar nicht suchen. Ja, das ist korrekt, Freunde. So, dann machen wir weiter auf der linken Seite. Wen hast du da? Franzose. Wen? Das habe ich langsam Angst. Rafael Varane. Und wen hast du im Tor? Das gefällt mir gerade nicht. Manier. Nee, ich hab nur Koundé. Okay. Junge, du hast losgelegt wie die Feuerwehr. Ich hatte schon Angst, ehrlich. Bruder, aber Koundé war halt zu auffällig. Komm, es braucht noch einen grünen Ding. Ich habe einfach Diego Carlos und Koundé aufgeschrieben. Und du musstest eigentlich Koundé nehmen wegen Klaus. Dass der auf Chemie kommt, war zu durchsichtig. Merkt man die 5, 6 Jahre, 7 Jahre YouTube-Erfahrung bei dir. So, was mache ich jetzt? Ich brauche noch eine Liga. Aber in welche Liga bin ich gegangen? Hältst du rein? Ich halt rein, Bro. Ich bin, Bro, ich sag's dir gleich, ich tue erstmal alles kurz rein, mit Special-Karten gegangen, mit 2 Stück in der Innenverteidigung. Okay. Und zwar mit der, oh, kennst du dieses Lied? Mit der OTW-Karte, komm.
Oh oh, alle drei sind drin. Hummels, Klostermann, Neuer. Boom. Ah, wie langweilig. Geht da auf Dreieck. Auf drei Greenlink. Quatsch mit Soße. Hab ich nicht. Will ich nicht. Kannst alle behalten. Was hast du? Sergio Asenio. Ich hab schon der gelöscht. Ramos und. Auf jeden Fall Laporte. Auf jeden Fall weit weg. Beide, weit weg. Beide haben auf der linken Verteidigerposition Torwart und das ist ganz und gar nicht gut. Ich würde sagen, wir gehen ins Spiel, möge der Bessere gewinnen, der Schlechtere discarden. Let's go. So, Freunde, jetzt seht ihr das Team. 64er Torhüter. Ich weiß schon mal, über welche Seite ich kommen werde. Boah, aber Cantona und Milito machen mir so Angst. Hilfe, ist das OP. Naja, da wird da ein oder andere schönes Torwart heute fallen. Junge, was ist das denn, Hummels? Oh, 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 oh. Da hat's fast gerappelt im Karton. So. Nein. So. Bronze. Komizio. Wieso ist der so schnell? Boah, fair von dir. Wieso war der so schnell und das war ein Elfmeter? Aber fair von Fall, dir. Das Fall runter. Sein. Fall runter. Und das ist ein Elfmeter. Er versucht weiterzulaufen. Fair von dir, Cantona. Cantona! Golasso! Hallo, ich hab's geleckt bei mir gerade. Hallo? Bist du noch da? Schönes Tor hier. Ja, 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 ja. Das klappt auch neu. Cantona ist so gut, Real Talk. Geh mal, du bist schnell. Nein, einfach mal rein! Nein. Einfach mal reinknallen! Heute! Ja? Ja? Ja! Dein scheiß Torwart ist so schlecht, der kann nichts fangen. Was macht denn mein Yeah, Alter? Der chillt richtig sein Leben. Der ist so schlecht, Junge. Direkt raus mit dem Stoß, den freiwillig. Aber was macht der? Hä? Alter, der war echt nicht so schwer. Guck mal, Wiederholung. Also den hätte man ruhig halten können. Den hätte man ruhig halten können. Das ist Jota. Am Ball. Guter Ball in die Mitte. Legen wir weiter. Nein, nein, nein. Oh! Hör mal auf hier. Das habe ich schon bei dir im Video gesehen gegen Danny. Ja, nicht angewählt. Boah, ist das ein guter Pass. Neuer. Nein! Milito. Oh, jetzt sind wir in die Mitte. Und spielen. Jetzt flache Flanke. Wo ist mein Team? Oh, der kommt an. Ich stehe doch genau da, Mann. Das ist scheiße, wenn so ein Ball ankommt und man genau da steht. Der hat sogar seinen Fuß dahin gehalten. Konterteam, Diego Milito bitte durch. Oh mein Gott! Ja! Nein! Habe ich dich mit Moven verwirrt oder wolltest du zu viele Faxen von Anfang an machen? Ich wollte zu viele Faxen machen. Ich wollte unbedingt. Aber jetzt. Ich bin ja nicht criticizing, wenn ich einen Eckballbank kenne. Bupp! Mach mal in die Mitte rein. Bupp! Oh, da in der Mitte stand er! Das könnte wehtun. Skillabbruch! Auf Cantona mit dem Trick! Skillabbruch! Torwart rettet. Was ist das denn? Zittert nicht. Guck dir diese Pille an. Ja! Und jetzt bunkern wir den heißen weg. Jetzt ein gefährlicher Ball durchkommt, könntest du nur verlieren. Ich kann nur noch gewinnen hier gerade. Jetzt wäre ich sehr nervös, wenn ich du wäre. Ich wäre sehr nervös, weil der Ball ins Aus fliegt und wie ich hier mit 3-2 das Spiel gewinne. War da vielleicht doch der ein oder andere Skill zu viel beim Abschluss? Hier, mit Hacke, hier, Okocha. Ich habe zu viel Hihi gemacht. Zu viel Haha Hihi, GG's. Okay, Leute, ich habe umgestellt. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich Cantona, Jota, Varane, Eder Milito, oder heißt der Eder Milito? Ne, Diego Milito hinstellen soll. Auf jeden Fall könnte es, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es sehr teuer sein wird für mich. Ich habe zu viel Hihi-Haha gemacht. Sag mal einfach deine Position, Bro. Ich verkaufe nebenbei gerade noch meinen Spieler. Ich habe einen Pick nur, ne? Das ist ein Pick, Bro. Du kannst auch einen Bronzespieler treffen. Ja, einen Bronzespieler hast du, aber sonst, du hast echt gute Spieler. Zwei, Bruder. Zwei. Ah, zwei. Ach ja, stimmt, du hast zwei. Ja? Ja. Ich nehme mal was anderes. Du weißt inzwischen, welche Picks ich nehme. Wir haben jetzt auch schon zweimal aufgenommen. Das nehme ich dann 4-4-2. Ich glaube, ich gehe mal auf deinen linken Außenverteidiger.
Die stillen Leute, diese Reaktion, die ist immer eigentlich, wenn es teuer wird. Die Jota. Was redest du? Die Jota, meine Damen und Herren. $530,000. Ja, Bock nicht. Kantonar auf LM. Wo du links gesagt hast, konnte es nur RIP werden. Kantonar ist auf LM, die Jota ist auf LV. Boah. Oh mein Gott, Freunde. Heißen wurde heute offiziell so genommen, weil er zu viel HHI machen wollte, mit Hacketor machen wollte. Ich schneide mir auf jeden Fall jetzt ein Gold-Upgrade rein, Leute. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. Okay, Freunde. Ich wusste, wo ich angefangen habe mit YouTube vor einem Monat oder beziehungsweise eineinhalb Monaten, wo ich mich entschieden habe, SBBs zu machen, dass es irgendwann soweit kommen wird. Ja, Freunde, die Jugo-Jota ist am Start. Ich gebe ihn jetzt ab. Und wer hatte wieder das Händchen, Freunde? Natürlich der gute Wakeflex. Das macht Spaß, euch allen so viel Komma zu besorgen. Wie viele Likes hatten wir? 1500 Likes oder so? Jetzt machen wir safe 2000. Wenn ihr jetzt nicht 2000 Likes voll machen, Freunde, bin ich sauer. Also die Jota ist abgestoßen, 550.000. Weg, bockt. Trotzdem danke, dass ihr eingeschaltet habt, Freunde. Ich hoffe, das SBB hat euch gefallen. Ich gehe jetzt mit Frust schlafen. Tim, glaube ich, freut sich jetzt mega und schreibt mir wahrscheinlich 3 Wochen, wie toll es ist, die Jota abgestoßen zu haben. Aber naja, Freunde, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, Freunde, haut rein. Und Tim, die letzten Worte gönnt ihr. Hat Spaß gemacht, Leute. Ich glaube, nächstes Mal muss ich aufpassen, wenn ich hier das Baby mit dir aufnehme. Ich glaube, du willst Rache. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Peace.